EA hat gerade den Traum für viele Crafting-Experten hier erfüllt. Zugabe-Icon-Upgrade. Ja, das wird die nächsten Tage eine Wahnsinns-Grinderei werden. Ihr könnt euch nun eure Wunsch-Icons, R9-Toti-Icon ist ja drin, Wild-Wildcard-Icons, Centurion-Icons, leider auch Base-Icons, aber für diesen Preis absolut kein Problem. Ihr könnt jetzt grinden die ganze Woche über, um heute, wie gesagt, euren Traum zu finden. Wen möchtet ihr denn gerne rausziehen? Ich habe gleich noch eins vorbereitet. Gerne schon mal Daumen nach oben für den Win-Content. Denn nicht nur das, es wurden endlich auch die Base-Versionen aus dem Hero-Pick entfernt. Der Hero-Pick ist zwar ein bisschen teurer, aber das ist halt ganz normal. Ja, dadurch, dass die Base-Versionen raus sind, zahle ich gerne den Aufpreis. Kann man auch super ercraften. Vergesst bitte vorweg, täglicher Hinweis, eure Tages-Showdown-Challenges nicht. Zugabe-Icon-Upgrade ist da. Servus, Grüße und by the way. Ich muss euch sagen, ich bin am Überlegen, ob ich meinen Brasilien-Urlaub verschiebe, weil der Content so gut ist. Ich kann mir jetzt meine Wunsch-Icons ziehen, ich will endlich Cruyff haben. Oder ich mache es anders. Ich versuche an der Copa Cabana, da bin ich ja ab Donnerstag, diese Icon-Packs zu machen, in der Mission R9 in Brasilien zu ziehen. Da freue ich mich drauf, kannst dich gerne hier anschließen, werde ich definitiv ein weiteres Video dazu machen. 83er und 84er Team mit zwei Informs, wir haben die Woche immer gemeckert, oder die letzten Wochen immer gemeckert, als wir unendlich gecraftet haben mit den Picks, dass wir was brauchen für 83er und 84er. Ich habe tausende von 83er und 84er abgestoßen, jetzt endlich was zum Recraften. Und das 85er Team, Freunde, vorweg, ich mache nochmal ein komplett ausführliches Crafting-Video, damit wir einfach die ganzen Steps mal gemeinsam durchgehen. Aber das 85er Team, ihr zieht jetzt hier eine Icon, meinetwegen eine Icon, die ihr nicht haben wollt, scheiß Icon oder was, kann ja mal vorkommen, dann packt ihr die einfach schon mal ins 85er Team rein, und je besser das Rating ist, desto günstiger wird diese SBC schon mal. Und hier die Informs, die brauchen wir natürlich, die können wir uns über den Inform-Pick holen, der ja auch noch da ist. Moment, wo ist er? Upgrades, Inform-Pick, wo ist er? Inform-Pick. 83 plus Team of the Week. Hier brauchen wir ja einen 82er und 83er. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 82er, 83er hier zu verbauen. Und noch 83 mal 10 Upgrades haben wir ja auch täglich für die 83er. Das heißt, es werden jetzt sehr, sehr viele Crafting-Maschinerien in Bewegung gesetzt werden. Daher ist es umso wichtiger, die Ziele nicht zu vernachlässigen, eure Tagesaufgaben mitzunehmen, die drei Spiele, die Spiele mit den NWSL-Karten und auch natürlich, wer noch nicht Weekend League gespielt hat, ja, ich würde es zwar nicht machen an eurer Stelle, die Zeit wäre es mir nicht wert, aber die ganzen Gold-, Silber-, Bronze-Upgrades auch alle mitnehmen natürlich und recraften. Jedes Pack ist jetzt wichtig, jede Goldkarte wird verbaut werden. Ich habe hier das Zugabe-Icon-Pack, ob es sich lohnt. Wir schauen uns noch schnell die Showdown-Updates des heutigen Tages an, da gibt es einiges zu besprechen. Mamouche hat Torvorlage und Frankfurt-Sieg bekommt ein Upgrade. Leider, leider, wenn ich einmal eine Manchester City-Karte mitnehme, dann kriegt sie natürlich nicht das Upgrade, aber zu erinnern wird es eine Plus 1, genauso wie Clark. Beide Karten werden so aussehen. Dann Rolfi, heute gespielt, 7 Tore geschossen, also nicht sie, sondern Barcelona. Sie haben nicht zu 0 gespielt und sie braucht jetzt noch 2 Einsätze, 4 Tore Barcelona, 1 Sieg und ein Spiel über 60 Minuten, wo sie zu 0 spielen. Dann haben wir die 93 hier. Geil, oder? Richtig krass. Timo Werner, auch sehr, sehr stark. Wieder gewonnen heute. 4 Tore geschossen. Jetzt braucht Tottenham noch weitere 4 Tore. Das Spiel gegen Luton und gegen Fulham. 2 schlechte Gegner. Und Werner braucht noch einen Einsatz. Dann hat er die 93. Poro auch, 89 sicher. Icon Pack gestern, Icon Evolution, sorry, würde ich nicht machen. Nehmt die Coins lieber, craftet's in diesem Icon Zugabe-Pack. Und Konaté hat kein Upgrade. Ja, ich würde die Evolution von gestern, sage ich euch ganz ehrlich, links liegen lassen. Egal, was da gebaut wird, egal, was welche Karte da ist, die 100.000 Coins, da könnt ihr bessere Sachen mit anstellen. Dann haben wir die Showdown. Ja, Evolution, hier steht ganz klar, weil immer viele fragen, kann ich jetzt Akanji doch aufpumpen? Nein, könnt ihr nicht. Hier steht ganz klar, Showdown, Sieg, Boost. Ja, schade. Daher, ist okay, ist für mich in Ordnung. Ich hätte es so gern gehabt, das wäre wichtig, richtig so ein Tots-Verteidiger gewesen. Aber es kommen noch weitere Showdowns. Wir haben gestern noch den Isak gegen Chilwell-Showdown gehabt, da haben wir noch nicht drüber geredet. Da sage ich ganz einfach, Freunde, Isak, ja, ganz klar. Chilwell, finde ich, den hätte ich nicht mal mehr im Dezember gespielt. So wie, finde ihn überhaupt nicht gut. Ich will ihn jetzt auch nicht zu schlecht reden oder so. Ich habe die Aufgabe erspielt, die Pickett oder wie sie heißt, die spielt sich schon hervorragend, bringt brutale Flanken. Da brauche ich nicht noch die Coins ausgeben für Chilwell. Ich meine, wir reden hier von 83er und 86er Team. Das ist einmal die Icon SBC, ja. Also daher weg damit. So denkt man jetzt, genauso wie heute Mitchell, auch absolute Lowdown SBC, so nenne ich sie. Lass mal auch weg. Und den Sanchez, den nehmen nur meine Gala-Freunde mit, meine Fans.
das ist alles. Mehr braucht ihr da nicht machen. Und somit würde ich einfach nur sagen, ja, gehen wir rein in das Icon-Pack und dann schauen wir uns noch an, wie wir es ein bisschen günstiger craften können die nächsten Stunden, dass wir heute im Laufe der Woche sehr, sehr gut und sehr viele Icon-Packs machen können. Zugabe Icon-Pack, erstes Pack, mal schauen, ja, ist keine tote Icon. Und das wird, glaube ich, schon sehr selten. Also macht das Ding jetzt nicht auf und geht davon aus, dass ihr eine tote Icon ziehen müsst. Das ist natürlich, wäre natürlich schön. Aber ich habe schon die, für mich selber setze ich mir das Ziel, das Ding so oft zu machen, bis irgendwann eine tote Icon rauskommt, egal welche. Puyol ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Karte ist überhaupt nicht spielbar. Ich habe auch seine Future Star Karte im Verein, by the way. Aber ich kann die jetzt gleich wieder nehmen, die Puyol Karte. Moment, das machen wir jetzt auch gleich. Zack. Gehe ich hier auf SBCs und dann gehen wir nochmal auf das Zugabe-Icon-Pack und dann hier habe ich gleich ein 89er Rating mit drin, was man natürlich die SBC sehr, sehr viel günstiger macht und dann schließt sich der Kreis immer weiter. 83x10 werden wir natürlich mitnehmen und versuchen auch mit den Tauschvorgängen so viele ja, Goldkarten wie möglich zu craften, damit halt dieses Icon-Pack-Ding immer wieder durchgeht, damit wir es immer wieder machen können. Mir wichtig, wer jetzt gar keine Coins hat und wer gar keinen Verein voll gefüllt hat und nicht wirklich jetzt eine gute Grundlage hat zum Craften, von der spielt euch ein paar Coins und baut euch eine kleine UV-Liste. Habt gestern ein paar Inspirationen geliefert auf dem Kanal, hier gibt es jeden Samstag, kann ich euch ans Herz legen, das zu machen. Und ich werde auch noch ein ausführliches Crafting-Video die nächsten, spätestens morgen Nachmittag rausbringen. Dann können wir das nochmal anschauen, wie wirklich jeder diese unendlich Packs craften kann. Du kriegst dann, das Beste ist ja bei dieser Icon-Zugabe-Ding, du kriegst ja auch noch 3 Packs zurück. Das heißt, es sind wieder 3 tradable Packs, wo auch der eine oder andere Spezialspieler aus der aktuellen Promo, wo die eine oder andere Karte mit Rating rauskommen kann. Also das ist schon, hätte ich ihnen nicht zugetraut, dass ich so, und ich glaube, vielen von euch werden jetzt die Goldspieler ausgehen, weil ihr natürlich auch alle dieses Crafting-Icon-Pack da jetzt durchziehen möchtet. Ne? Also, kleinen Moment noch, das machen wir noch schnell auf. Dann schauen wir noch uns die Hero-SPC an mit den Anforderungen. Und dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch, habe ich jetzt mit 86er schon wieder. Wird die 84er-SPC schon wieder ein Stück günstiger. Vergesst es mir allerdings nicht, immer regelmäßig Inform-Karten dann auch aus den Inform-Picks zu machen. Da geht es jetzt nicht alles all rein. Also hier ein Inform wird gebraucht, hier auch ein Inform, 84er und 83er Team. Würde ich dann hier so weitergehen, gehe ich einfach zack mit meinen Goldkarten von hoch bis niedrig. Und hier seht ihr, ich bin jetzt auch schon komplett leer. Das sind die einzigen Goldkarten, die ich noch im Verein habe. Also das ist für mich jetzt auch sportlich. Ich überlege mir da was, das ist bis morgen, habt ihr da definitiv eine gute Lösung, das verspreche ich euch. Hero-Pick-Anforderungen haben wir 83, 84, 86. Ja, ist jetzt, kostet genauso viel wie das Icon-Pack, aber hier hast du ja keine Basisversionen. Und ich glaube, eins von 3 zur Auswahl, UCL und dreifache Gefahr. Also wäre fast eine Überlegung wert, dass man sagt, hey, man lässt den Ginola liegen und geht da in den Craft rein und holt sich da den Ginola, wer den unbedingt haben will. Aber ich bin tatsächlich, man muss sich entscheiden. Ja, man kann jetzt die 2 Hero Picks mitnehmen, aber in der Zeit kannst du halt auch 2, wenn nicht sogar 3 Icon Packs machen. Also ich für meinen Teil finde es, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde die Icon Packs tatsächlich ein bisschen stärker. Und daher würde ich euch ans Herz legen, die Icon Packs zu craften. Tages-Showdown-Challenges brauchen wir auch wieder Goldkarten. Hey, ich sag's mal so, wir haben mittlerweile so viel Content, dass es schon sehr schwierig ist, morgen wieder in die Schule, in die Uni oder in die Arbeit zu gehen, weil man da gar nicht mehr hinterherkommt als Casual. Also das ist doch ein hervorragendes Kompliment an EA, oder? Und so soll es doch sein. Und Menü-Content hat halt den Vorteil im Vergleich zum Gameplay, dass es halt sehr entspannend ist und sehr viel Spaß auch mit sich bringen und Gameplay, weil ihr wisst es, in der Weekend League in Rivals, jedes Spiel ölen, ölen, ölen. Und in erster Linie geht es bei so einem Spiel doch um Spaß. Und ich für meinen Teil habe sehr viel Spaß am Menü-Grind. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Wir können jetzt nochmal kurz nachschauen, ob sie dieses Totti Icon Shop-Pack wieder haben. Also die 50.000 Coins, wo du da auch reinsteckst, ist im Endeffekt die halbe SPC von den Icons. Ja, hier, was haben wir hier? Promo. Halbzeit, erste Hälfte, Zugabe, Wundertüte, oder? Da ist dann die tote Icons mit drin. Oder die tote Karten mit drin, oder? Team of the Year Spieler. Ja, ich zeige es euch nochmal, dass es nicht lohnt. Ja, hier ist ein Beispiel, dass es nicht lohnt. Okay, also ihr bitte nichts Gutes geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was der wert ist. Weiß ich nicht, was er wert ist. Ich hoffe, er ist nicht gut.
Aber tatsächlich mit den 50.000 Coins könnt ihr euch so eine Low-Budget-UV-Liste bauen und dann könnt ihr wirklich durch das Einkommen, was ihr da erzielt, sehr, sehr viele Icon-Upgrades machen. Und es ist doch viel geiler, eine Icon-Karte zu ziehen. Ja, vor allem auch eine tote Icon, wenn die da mit drin sind, als alles andere. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen. Würde mich freuen, wenn du den Kanal noch abonnierst. Morgen gibt es, wie gesagt, noch ein Crafting-Video und dann bin ich 3,5 Wochen im Urlaub. Peace, schönen Abend.